Alter, wo hier überall Türen sind. Warte mal, lass uns mal eben darunter gehen. Ich glaube, hier geht's aber in eine normale Höhle, oder? Das ist eine normale Höhle, ja, da ist Gold übrigens. Ja, stimmt. Ich mach den Bogenschützen. Oh, das war ein sehr guter Schuss. Aber ich glaube, das Gold, das lassen wir jetzt mal da, oder? Ja, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht, nee. Das können wir immer noch mal holen. So. Dann gehen wir hier nochmal, also hier, weiß ich nicht. Überall klopft es. Ja, hier ist das. Ja, warte mal. Creeper, Vorsicht. So, tot ist er. Meine Güte. Creeper. Als wenn er drauf gewartet hat. Da sind sie alle. Tür auf! Das ist witzig. Hier ist nix. Also zu zweit geht's gut, ne? Ja. Zu zweit ist es eine gute Sache irgendwie. Wenn wir das Portal finden. Also, keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt hier durch diese Tür erstmal, oder? Ja, warte mal, ist da was hinter? Nee, also doch, ja. da steht ein Skelett. Warte, ich hau die Tür kaputt. Der ab, mit Rechtsklick. Mann, hält das viel aus. Ja, mit dem Abwehren, da habe ich es noch nicht so. Bin ich ganz ehrlich. Hier ist ein Creeper hinter. Warte mal, da ist ein Creeper hinter. Warte mal eben, ich esse noch mal eben Fleisch. Oh, zwei! Jo! Hat den Baby-Zombie mit weggerissen. Hat den Baby-Zombie... Hier unter dir ist was. Hä? Unter mir ist... Ich hab grad gedacht, wo kommt denn das... Oh. Irgendwas ist unter mir. Diese komischen Viecher. Hilfe! Ah, wie bekommen wir das? Geh da raus! Hier sind noch mehrere! Geh da raus! Hilfe! Andi, geh da raus! Alter, da kommen immer mehr! Alter, da kommen immer mehr! Hau da ab! Hau da ab! Alter, die kommen aus der Erde! Komm, hau da ab! Ich komme nicht mehr! Alter! Alter, es sind 1 Million! Alter, ich geh hoch! Alter! Alter, was ist denn das? Selbst duck dich! Und dann hau die mal! Dann machst du so ein... Ich hab eine Tür zugemacht! Ich hab die eingesperrt! Alter! Ich hab die eingesperrt! Boah, ich komme hier nicht weg! Ich weiß gar nicht, wo du bist! Warte mal, ich muss jetzt mal eben gucken, wo sind die denn jetzt? Ich hab die hinter dieser Holztür eingesperrt! Die können da nicht raus! Alter! Ich bin gerade fast drauf! Ja, nicht nur du. Aber ich habe die zum Glück, die sitzen jetzt alle hier hinter dieser Holztür. Und ich werde diese Tür nicht mehr aufmachen. Hier sind die hinter. Gott, bin ganz aufgeregt. Das war witzig. Mach bloß die Tür nicht auf. Ah, das war voll witzig. Wie viel kam denn da raus? Ja, soll ich dir erzählen, woran das liegt? Oh Mann, ey. Aus, wenn ein so ein Block zerstört wird, dann kommen diese Viecher da raus. Und wenn die merken, dass ein Kampf in der Nähe ist, kommen aus allen nebenliegenden Blöcken, das sind nämlich diese komischen, wie heißen die noch? Ich wollte gerade sagen Milben. Silber. Ich weiß nicht mehr. Warte mal, ich habe ja Gitter hier. Warte mal eben. So. Ich habe das mal zugemacht. Also da dürfen wir nicht mehr reingehen. Wo bist du jetzt? Warte mal. Ach, da bist du. Ich sehe dich. Ja, die sind hier überall. Hörst du dieses... Ja. Die kommen raus, wenn man einen falschen Stein kaputt macht oder so, ne? Genau. Und der Creeper hat vorhin einen gesprengt. Und dann kamen da welche raus. Ja, lass uns mal nicht mehr Steine kaputt hauen. Lass uns mal erstmal, wenn es geht, keine Steine mehr kaputt hauen. Ich glaube, das war ja wegen dem Creeper. Ja. Und wenn die merken, es sind welche draußen, dann kommen die aus allen nebenliegenden Steinen auch welche raus. Darum waren das gerade so viele. Ich habe bestimmt 10 Stück gekillt oder 15 oder sowas. Ja, die hörst du über... Was ist das? Spinne. Die
Die hörst du hier überall, Alter. Die halten nicht, die halten zwei Schläge aus. Oh, oh, oh. Komm, hau ab, hau ab, hau ab. Ich komme nicht weg. Hau ab hier. Hilfe! Hau ab, Andi, komm. Ich komme komm. Nicht raus. Komm, komm. Ich komme nicht raus. Hilfe! Andi, du musst abhauen. Oh, Alter. Hier sind ja noch mehr. Hilfe! Kill die! Alter! Hast du Steine? Ne, ja, hab ich, warte. Oh. Alter, ist das eine Action hier, ey. Boah. Alter, ich mach keinen Stein mehr kaputt. Hier kriegst du Herzklabaster. Das geht gar nicht. Was ist das denn hier? Vor allen Dingen hörst du die Viecher die ganze Zeit. Geh da nicht rein, ich hab das zugemacht. Ich glaub, ich geb dir mal einen Tipp. Du weißt ja, wie man sich duckt, ne? Also hier dieses... Ja, ja, klar. So, und wenn du dann auf die drauf haust, dann machst du einen Flächenschaden. Ein Flächenschaden, der also viel ja, größer genau. ist, meinst du? Dann triffst du mehr. Dann triffst du drei oder vier Stück mit einem Mal von den Viechern. Dann kriegst du die schneller tot. Ah, okay. Also, wenn da gleich nochmal so ein Haufen kommt... Mit dem Schwert draufhalten. Genau, und zwar... hier ist falsch. Hey, wo sind wir denn nochmal angegangen? Wo sind denn die Kürbisse? Mach ach, hier mal. Geht's auch noch weiter, ne? Hier ist auch also da unten, also eben sind wir unten durch diese Holztür gegangen, glaube ich, oder? Genau, ja, wir sind da bislang noch nicht weitergekommen. Nee, weil diese Viecher überall rauskamen. Vor. Boah, da haben wir einen schlafenden Zwerg geweckt. So, auf ein neues. Alter, die haben meine Rüstung verprügelt, ey. Jawohl. Boah, die haben meine Rüstung richtig kaputt geschlagen. Also, wenn wir bei diesen kleinen Viechern schon so große Schwierigkeiten haben, dann sehe ich beim Enderdrachen schwarz. Ja, ja, die sind aber in der Überzahl, die Mistviecher hier. Warte mal, okay, hier ist ein Kürbis. So, hier ist wieder der Raum, wo wir einfach nicht weiterkommen. Hier ist Gold. Ja, hier waren wir eben. So. Um Himmels Willen nichts mehr kaputt hauen jetzt. Aua. Was ist denn hier hinter dieser Tür? Warte mal eben. Ich glaube, ich mache die Fotos aber mal kaputt. Das ist die Tür in dem Gang, wo wir die ganze Zeit drin gescheitert sind gegen die Viecher. Ja, genau. Okay. Okay, dann haben wir den Raum auch gesichert. Ach, da bist du, genau. Genau. Ja, also hier ist ja auch weiter nichts jetzt, glaube ich. Boah, ich hab nur 12 Fackeln, ey. Das ist alles mega. Ja, dann setz mal nicht so viele. Ich meine, gut, wir haben noch welche, aber setz mal lieber nicht so viele. Ja. Okay, hier sind wir aber auch überall schon gewesen. Ja, wo sind hier denn jetzt noch? Wo sind denn jetzt noch dunkle Bereiche? Da hinten waren wir ja auch überall schon. Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Hier waren wir auch schon. Mhm. Okay, ich habe vorhin noch eine Treppe gefunden. Da können wir nochmal runtergehen. Mhm. Und überall sitzen die Viecher in den Steinen. Man hört sie permanent. Vor allem siehst du, wie viele Steine hier weg sind. Die sind nur weggegangen, weil die Steine, weil diese Viecher aus den Steinen gekommen sind. Dann gehen die Steine weg, wo die drin saßen. Mhm. Darum sind hier jetzt überall Löcher mit mal in den Wänden. So hier. Huch, hier wird's dunkel.
hier wird es dunkel. Hast du noch Fackeln? Jetzt eine fliegende Tür. Eine fliegende Tür? Ja, hier, die Tür fliegt. Eine fliegende Tür. Vorsicht, Zombie. Moment. Hier ist wieder eine Truhe. Da ist ein Goldbarren drin, eine Enderperle und eine Eisenspitzhacke wieder. Ich nehme die Enderperle erstmal mit. Ah, ich nehme gar nichts mit. Was ist denn hier hinter dieser Tür jetzt? Hier ist eine Fackel? Ja, ich war hier gerade schon. Ach, du warst hier gerade schon. Aber hier ist sonst nichts, ne? Nur diese Tür da. Ja, lass uns dann nochmal eben reingehen. Schwert zücken. Noch eine Tür. Hier ist aber nichts. Okay. Okay, damit hier können wir wieder raus. Hier geht's wieder an der Truhe vorbei. Also ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Nee. Ich weiß nicht, ich gehe hier mal runter, ja? Ja, lass mal runtergehen. Mann, jetzt stirb doch endlich. Hier ist aber nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Hier kommt da doch. Achso. Huh! Hä? Was war das denn? Ach, da oben ist auch eine Höhle. Da oben, ist auch eine Höhle. Da oben ist eine Höhle, ja. Aber das ist eine wilde Höhle, oder? Da ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht da unser. Da sind auch Steine. Guck mal. Huch, Skelette? Skelette? Das ist aber eine wilde Höhle hier. Das ist, hat mit dem. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Verdammt. Ja, komm mal mit, ich habe noch welche. Nee, hier, guck mal, hier rechts ist. Hier kann man durchgehen. Alter, wie intelligent ist denn dieses scheiß Skelett? Das weicht aus. Abwehren. Oh, Alter. Hast du Facke? Ja. Oh Mann, habe ich jetzt echt alle verbraten. Warte mal, ich muss dann erst ein bisschen was essen. Hier geht's also komplett in eine wilde Höhle. Mach mal hier noch eine Fackel hin. Ja, okay. Hier ist aber nichts mehr. Dann komm mal mit. Ich habe hier nämlich einen Durchbruch gemacht. Andi, wollen wir ein bisschen Kohle abbauen, dass wir noch Fackeln machen können? Ja. Komm, lass mal eben schnell ein bisschen Kohle abbauen. Kohle. Ich habe jetzt natürlich eine Schrottspitzhacke mitgenommen, aber ist egal. Ich glaube, da bist du jetzt ein bisschen schneller, weil du eine bessere hast. Ah, macht ja nichts. Ich habe die ganzen guten Hacken zu Hause gelassen. Ich habe so viele. Ja, okay. Nee, ich habe extra welche mitgenommen. Ich glaube, das reicht aber. Wir haben ja auch noch ein bisschen Holz. Also wir können da nachher noch Fackeln draus machen. Können wir auch jetzt eben, wenn du willst. Ja, mache ich eben gerade. Hast du noch Holz? Ja, ich habe Holz. Okay. Was geht denn hier? Hier ist noch so ein... Ja, da habe ich den Durchbruch gemacht. Ah, okay. Aber hier ist nichts. Warte. Wasser. Wasser. Moment. Wir sind unter dem Meer. Warte. Hast du wieder zugemacht? Okay. Ja. Ja gut, es ist... Ja klar, das war ja auch direkt am Meer. Ja. Ja gut, dann gehen wir mal hier runter. So. Okay. Das ist ziemlich schwierig, das jetzt zu finden. Dann muss ich... dann werde ich nochmal ein Endeauge benutzen. Mann, ja, mach nochmal eben, aber irgendwo da, wo es etwas weiter fliegt, wo man... Ja, die fliegt so, ich mach mal so. So, warte. Achtung mal drauf. Ja. Nach oben. Okay. Das ging nach oben, es ging direkt vor dir nach oben in die Decke. Weil das zeigt nämlich an... Oh, verdammt. Scheiße. Einer? Ah. Boah, stirb doch, du Mist. So. Oh. Verdammt, hier ist auch wieder einer gekommen. Oh Mann. Kommen jetzt noch mehr? Ich glaub nicht. Ich krieche hier mal ein bisschen. Da trifft man wieder einen falschen Stein. Und schon kommen da wieder diese Kackdinger. Ich hasse die. So. Also wo hast du dich jetzt durchgebuddelt? Ach da, hier, da ist ein Loch. Ja, dann können wir uns doch einfach mal da hochgraben, oder? Ja. Lass uns einfach mal da hochgraben. Pass auf diese Dinger auf. Achso, ja, warte mal. Hier ist Erde, das ist ja nicht so gefährlich. Warte mal, und das sind ja deine Steine. So.
Ach, das geht noch. Aber da ist doch nichts. Ja, vielleicht kommt da noch was. Die ist, diese Festungen bestehen aus mehreren Ebenen. So, bau du dich mal da hoch und ich baue mich hier hoch. Oh, ich sehe nichts. Das ist Erde. Das ist erstmal gut, dass da Erde ist. Ich habe mich noch nie so über Erde... Wasser? Ich hab's zugemacht. Ich auch. Okay. Also da ist nur Wasser über uns. Also das kann irgendwie nicht richtig sein. Ich gehe mal hier lang. Wer weiß, wie hoch... Ich gehe erstmal ein Stück. Ah, hier, hier. Hab was gefunden. Finden wir den jetzt eigentlich wieder zurück? Ja, das ist kein Problem. Ah! Ja, weil ich habe das nämlich zugemacht da hinten. Warte mal, ich mache hier einmal ein bisschen auf, dass man sieht, dass wir hierher gekommen sind. So. Oh, Mann, nicht so viele Steine kaputt, ey. Ja, sorry. Was ist das denn für eine Treppe da unten? Ja, da waren wir schon. Da waren wir doch, genau. Dann können wir doch eigentlich da wieder, wenn wir zurück... Ja, okay. Das ist so, was ist da denn? Nichts. Oder wir müssen mal einfach hier durch so eine Wand gehen. Hier. Dass wir hier mal irgendwie lang gehen. Oh, verdammt. Also eine reicht. Na, ich mach mal lieber... Boah, dass diese Scheißburg so... Aber hier ist doch nichts mehr. Muss hier irgendwo sein. Huch! Also hier sind wir irgendwie ganz knapp unterm Wasser. Ja. Ah, das ist hier so ein anderer Stein. Hier ist auch nix. Ich gehe mal erst ein Stück. Also. Oh, scheiße! Widerliche Viecher! Ja. Mann! Das ist ganz schön schwierig zu finden, ey. Kann man denn hier noch irgendwo lang? Also hier sind wir, genau, hier sind wir überall schon gewesen. Was ist denn hier hinter dieser Tür? Hier ist gar nichts. Hast du wieder ein Viech? Nee. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Es soll irgendwo auf dieser Ebene sein wohl was. Da ist ja die Treppe, die ruhig runtergeht. Genau, genau, genau. Hier sind unsere Truhen. Ja, ja. So, warte mal. Ich muss noch mal so ein Auge ausprobieren. Das geht einfach nicht anders. Warte. Aber. Ja, dann mach noch mal hier. Ich gucke. Ja, es geht nach oben. Es geht nach oben. Schräg nach oben. Es geht schräg nach oben. Das Portal muss also hier irgendwo sein. Nein, das ist... Den Stein bitte nicht kaputt machen, der hier vorne. Da ist nämlich so ein Vieh drin. Das merkst du, weil der schwieriger kaputt geht. Weißt du, ja, geht genau. Das war in den Versionen vorher auch schon so, dass die schwieriger kaputt zu machen waren. Aber da waren die noch nicht ganz so beschissen, die Viecher. Ja, ja. Gräbst du dich jetzt hoch? Ja. Ich habe keine andere Wahl. Ah, lass uns einfach mal... Problem ist, man weiß nicht, ob das schräg ist. Das geht nach oben, aber wo nach oben, das weiß ich nicht. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich wollte auch gar eine Fackel setzen. Warte mal, hier ist doch Erde, die können wir doch auch ganz gut wegmachen. Ich mach mal die Erde weg, vielleicht. Weil ich höre hier nämlich überall Viecher. Ja, die müssen. Deswegen, wir müssen eigentlich nur den Geräuschen nachgehen, weil dann müssen ja wieder irgendwelche Höhlen sein dann. Genau, mach du mal die. Mach du das mal weg und ich mach die Steine weg. So. Jetzt müssen wir nur wissen, ist das über uns? Wo sind diese Penner denn?
Was sind das denn für Steine? Und genau dasselbe habe ich mich letztes Mal auch gefragt. Die ganze Zeit. Ich denke, wo geht denn die Burg jetzt weiter? Weil ich hatte nur diesen kleinen... Aber wir müssen doch... Ich meine, es ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Wir müssen doch eigentlich nur den Geräuschen nachgehen. Ja, aber guck mal, die sind doch nicht so weit weg. Eigentlich... Ich meine, manchmal dauert es ja auch länger, bis man dann schnallt, wo die sitzen.